Moin Leute, zurück bei God of War 3, wollte ich gerade sagen, stimmt gar nicht, God of War, und zwar Version 2018, war ja schon mal ein guter Anfang hier. So, wir haben die Torstatue zerstört im letzten Video, wir sind hier aktuell, so jetzt hier gibt es ja auch nichts mehr zu erkunden in dem Bereich, also glaube ich zumindest, vielleicht gibt es hier oben noch irgendwas bei Weidrigard, ja, also hier oben noch den Boss gelegt, den Drachen befreit, das ist schon mal ganz gut, jetzt fahren wir hier hin. Weil nämlich ich da eine Kiste noch öffnen kann. Und die werde ich mir auch noch holen. Hier muss ich noch kämpfen eigentlich. Dann fahren wir danach da an. Offene Angelegenheiten, die Insel des Sees erkunden. Aber erstmal fahren wir jetzt dorthin. So. Vielleicht müsste ich hier noch irgendwo rumfahren. Mal gucken, vielleicht ist hier noch was anderes. Ich weiß es warum nicht. Machen die Götter uns so viele Probleme? Schau mal, was ihre Natur was hier ist. Soll. Aber mit so viel Macht sollte man doch meinen, dass wenigstens was ein haben wir paar denn? Okay. versuchen, das Leben besser zu Na, ich machen. Glaube, hier kann Und man auch nicht trotzdem weiterfahren. verbreiten die Götter Nur die nur Statue Elend. abgrasen und dann war's Das ist so. das Leben, Junge. Ich kann noch mal gucken. Ich guck noch mal eben kurz, bevor ich hier zu weit fahre. Hier sonst ärgerlich, aber ich glaube, da ist nichts mehr. Nee, ich glaube nicht. Na gut, dieser Torstatue ist zerstört. Vielleicht noch mal sammeln anscheinend. Okay. Hier ist Gold. Okay. So. Mal gucken, was mich hier noch gleich erwartet. Und immer schon Ausschau halten, ne, nach irgendwelchen komischen Raben und so. Mal gucken ab und zu. So, hier die beiden schönen Statuen. Wir waren aber der Zauberburg, sag ich immer. Nein, Zwergenburg haben wir ja. Und haben da ja gegen Damar Hammer gekämpft, wie ich es richtig ausgesprochen habe. Und ja, war sehr erfolgreich. Jetzt geht's halt weiter. Mal schauen, wo es hingeht. Das Problem ist halt bei der ganzen Wärmemoment, die in ganz Deutschland ist, dreht meine PS4 extrem hoch. Dementsprechend höre ich kaum was vom Spiel. Ein bisschen ärgerlich mit sein. Habe ich da schon alles geöffnet? Ja, habe ich schon. Hier ist auch schon alles gelootet, alles klar. Haben wir eine ganze Arbeit geleistet, würde ich sagen. Müsste aber mich nochmal hier gleich aufleveln. Gucken, ein bisschen habe ich ja gelootet. Dementsprechend müsste ich eigentlich genug Ressourcen haben und XP und so, um mich mal noch hier zu pushen bei ihm. Gucken, was er mir zu sagen hat. Sagt mal, ihr seid nicht zufällig an einen gammeligen Kerl geraten? Mittelgroß, spür keinen Schmerz, klingt betrunken, ist aber einfach nur langsam im Kopf. Hey, was meinst du, wie ich das finde? Wenn ich mit Asen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben einem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. Oder einem Kampfbordell. Hat der Asen gesagt? Wie die Götter? Nein. Krieg ich mal von dem vielleicht noch was, wenn wir weiter mit dem reden? Seid besonders vorsichtig da draußen, ihr zwei. Die Straßen bringen in letzter Zeit mehr als ihr übliches Kontingent an toten Arschlöchern hervor. Schon gemerkt. Woher kommen die? Vielleicht war in Hel kein Zimmer mehr frei. Oder vielleicht zettelt Odi mal wieder Ärger an. Vielleicht haben sie sich auch einfach verirrt. Warum fragst du nicht einen, während er dir dein Gesicht abnagt? Wir sind vorsichtig. Sag ich doch. So, nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal gucken, was ich hier machen kann. Ich kann da nicht. Dann bestimmt. Nein. Dann wollen wir dich mal versorgen. Hä? Achso. So, Axtknauf. Den habe ich reingebaut hier. Den lasse ich natürlich auch drinne. Talismänner. Oh, da habe ich was Neues, sehe ich gerade. Müssen wir mal gucken hier. Abwehr. Goldener Talisman Schutz. Das sieht doch gut aus. Das nehme ich. Oder verbessern kann ich den. Achso. Verbessere den mal. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich noch nicht. Wird sich zeigen. Horn Helm Heimdall. So viel kriegt, weil ich den Drachen befreit habe, übrigens. Also, wie habe ich denn noch? Na, gar nicht mehr so viel. Schade. Was kriege ich? Hüftrüstung. Kleiner, was brauchst Sachen du sind zu teuer. Die bringen alle nämlich nicht weiter. Talismänner brauche ich auch nicht. Hüftrüstung könnte ich noch was machen hier.
Das sieht ja ganz gut aus. Gut aus. So. Okay. So, dann haben wir hier alles. War keine Sachen mehr da. Okay, schade. Kaufen, verkaufen, Artefakte. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verkaufen soll oder nicht. Kann ich die einfach alle verkaufen oder brauche ich noch? Ich verkaufe die einfach mal alle. Ich hoffe, du bist zufrieden. So gut sie ist. Wird sie rausstellen. 35.000, Alter. Hui. Machen wir den nochmal rein hier. Zwergengeschick, okay. So, mal gucken, da habe ich ja schon. Kann ich noch verbessern? Ne, kann ich nicht, da fehlt mir ein paar Sachen. Ressourcen fehlen mir da. Talisman, da brauche ich das auch nicht mehr. Also. Ja. So, wir sind ausgerüstet und neue Sachen. Gefällig? Das war schon mal nett. Du kannst weitergehen. Man kommt voran, aber alles Wichtige, was ich hier gemacht habe, wird sich auch ausstellen. Ich weiß es nämlich nicht. Den Craften und mit dem Ausrüsten habe ich mich noch nicht so richtig beschäftigt, leider. Aber ich hoffe einfach mal, das war einfach alles richtig. So, jetzt müssen wir hier erstmal rauskommen und dann gehen wir da zur einen Kiste hin, die ich noch nicht looten konnte. Dann werde ich die looten, dann kriege ich auch wieder irgendwas Schönes, hoffe ich zumindest. Nee, der neue. Da hinten war nicht die Kiste, die hinten ist noch zu. Da sieht man sie noch. Ich hätte gerade anlegen eigentlich mittlerweile. Das Rad funktioniert bestimmt über Wasser. Nee, ich bin da nicht. Aber da muss ich hin. Der Wasserfall ist wunderschön. Gucken, ob neue Gegner kommen oder ob die alle K.O. bleiben. Steinfall. Die halt schon geredet hat, Jeder! Habt ihr die Statue zerstört? Ja. Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Fein erledigt, Hammerschlag. Und weg ist er. Tapferer Kerl, Tor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge vielleicht. So, was mal, dass ich die Kiste auch aufkriege. Wenn nicht, wäre doof. Ne, krieg ich immer noch nicht, warum nicht? Okay, es funktioniert immer noch nicht. Da muss ich irgendwo hier ein Rätsel lösen. Hast du noch nicht kapiert, was ich machen muss. Ich dachte jetzt dadurch, dass ich jetzt die Statue zerstört habe, bekomme ich das jetzt. Tja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt hier mache. Gut, dann geht's halt weiter. Da halte ich mich jetzt nicht mit auf. Das mache ich nicht. Waren wir ja, wie gesagt, schon überall. So, warte mal, kann ich da was zerstören? Nö. So, wollen wir noch kurz in die Karte checken nochmal eben. Es ist dann nichts wirklich passiert. Da oben fahre ich dann ein bisschen links runter, also hier hin, offene Angelegenheit, da fahre ich dann hin. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Da, ich habe jetzt bestimmt irgendwo einen Fehler gemacht, aber egal, geht weiter jetzt. Sehr eisig. Bereich entdeckt. Volündre klopft. Okay. Da oben ist ein Dings. Geheimbereich entdeckt. Lindere Minen. Okay, wir werden sparen, was es hier gibt.
So, der Vogel kreist da auch irgendwo rum. Wo ist denn der jetzt hin? Hm. Da. Verdammt. So geht das. Immer schon alles erschlagen, ne? Es ist ja überall, gibt es hier irgendwo Loot. So, habe ich hier richtig? Ich hoffe schon. Sieht aber fast danach aus. Ich kann noch kurz eben zurück, ob hier noch was ist. Nein. Nein. Komm, Junge. Das ist alles übrigens auch Nebenquests, aber die machen natürlich auch alle mit. Damit ich hier sehe, der neuen Abgrase komplett. Also hier sind wir jetzt. Eingang Valandre Minen. Echt mal gespannt. Aber wie gesagt, da ist die Hauptmission. Die Reise. Oh. Wer das wohl geschrieben hat? Ich wundere, dass hier keine Gegner sind, um ehrlich zu sein. Aber die kommen bestimmt immer. Wieder ein Spiel. Gut, wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Okay. Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antwari. Er hat in den Völlunder-Minen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir einen Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn natürlich. Es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Antwari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Okay, Seele aus zweiter Hand. Die Volunderminen betreten. Zwergen gefallen. Volunderminen okay. Liegen direkt hinter diesen Türen. Ihr könnt euch ebenso gut mal drinnen umsehen, meint ihr nicht? Lies es. Diese Runen lauten Tod im Inneren. Hey Brock, wir haben etwas gefunden. Habt ihr das? Na, da bin ich jetzt ganz Ohr. Hier wäre entzückt, dass aus diesen Opfergaben Rüstungsteile gemacht werden. Kanntest du ihn? Wie war er so? Wen interessiert das, Junge? Tier ist tot. Lass die Vergangenheit ruhen. Der Zwerg hat recht. Ausnahmsweise. Okay. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Das Abenteuer beginnt von neuem. Yay. Also, Brock meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Sieh nach, wenn du willst. Ich werde Ressourcen für unsere Reise suchen. Willst du ihm nicht helfen? Nein. Warum nicht? Weil ich keine Botengänge für Zwerge mache. Ein Zwerg, aber kein Ring. Einer seiner Männer? Brandspuren. Da auf dem Boden in der Wald. Seltsam. Dann suchen wir wohl weiter. Wir? Ich meine, ich. Ja, wir werden trotzdem nebenbei natürlich probieren, ihn zu finden. Da gibt es nicht bestimmt was Schönes extra als Geschenk. Oh. Ein Seelenfresser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl,
Jenseits niemals. Er greift nicht an. Oh, bei Mutter klangen die gefährlicher. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Ja, das ist natürlich mal schön, dass du so ein komischer Gegenklasse ist oder was. Mal gucken, hoffentlich müssen wir gegen ihn nicht kämpfen. Wenn doch, dann sieht es euch ein bisschen übel aus. Das hoffe ich für mein Räuspern immer, aber. Ja, kann ich da gleich ändern. Egelfieger. Meiner irgendwo auch da. Alter. Ganz schön viel Energie verloren, ich bin ganz schön gefailt gerade. Sorry für mein Play. Boah, hab ich gerade gefailt. Also die Steuerung war immer noch nicht drin, weil wenn man viele verschiedene Spiele auf einmal spielt, dann kommt man leider schnell durcheinander. Das ist wirklich so. Das ist keine Ausrede, das ist wirklich so. Ja. Nicht er. Hey, ich dachte, es wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. Oh. Oh, mal wieder Energie. Wenn das Riesenviech gleich kommt, habe ich ein Problem. Bereit machen! What? Was war das? Ich kann dich treffen! Gib mir ein Zeichen! Ich hab's gleich! Okay. Blöde Hexe, die machen jetzt wahrscheinlich fertig, weil ich keine Energie habe. Oh, ich bin echt tot. Ich spiel auch gerade einen Scheiß zusammen, du. Wie kann ich denn mal Vitalität einstellen? Ich weiß gar nicht. Scheißviech, so. Ich kann sie treffen, gib mir ein Zeichen. Verdammt. Ich hab noch irgendwie was mit Vitalität. Ich weiß aber nicht, wie ich das einsetzen kann gerade. Das ist ärgerlich. Wie gesagt, das nervt mich gerade selber. Boah. Boah, war das ein Fail-Play? Ich kann heulen. Wie kann ich dann... Da links ist dann noch so dieses komische Zeichen da. Ich weiß nicht genau, wie ich es einsetzen soll, um ehrlich zu sein. Ich hab's nicht vergessen. Das ist echt gerade ganz schön bescheiden. Hey, warte mal. Ah.
Hä? Okay, verzaubert. Ich habe jetzt irgendwas eingesetzt. Junge. Ja. Noch eine Karte. Super. Je. Yeah. Tot und aufgebläht. Schatzkarte. Okay. Kombiniere. Ja, ich muss mich unbedingt noch beschäftigen mit God of War und vor allem auch mit, wie ich am besten was einsetze und welche Talismane ich nehme und so. Das ist alles noch hier nicht wirklich so, wie es sein soll. Mehr sein als Schein. Mehr Schein als sein. So. Ein Siegel zerstört. Getroffen hier. Achso, da muss ich die Siegel finden. Ja, okay, zwei brauche ich noch. Alles klar. Ich hätte eben mal runtergehen können, aber ich. Achso, nee, warte mal, hier gehe ich wieder zurück. Sorry. Ich musste ja lang. Obwohl ich gar nicht lang will, um zu sein. Da kommen schon gleich wieder ein paar Leute da. Ist so wichtig. Wow. Und hier komme ich doch, oder? Aha, hier kann ich runtergehen können, okay. Interessant. Jetzt will ich mal kurz angucken hier. Okay, da geht es auf jeden Fall weiter hoch. Oh, da hinten steht er. Der Ring an der abgetrennten Hand. An dem Seelenfresser. Na toll. Tja, jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Seele aus zweiter Hand. Den Seelenfresser besiegen. Oh mein Gott, nein. Ich habe keine Energie. Will ich das überhaupt? Das wird, glaube ich, ein etwas übles Match. Aber irgendwie komme ich da gar nicht rein. Noch nicht bereit! Sozusagen eingesetzt, aber ging gerade nicht anders.
Jetzt die Frage, wie geht's dem Seelenfresser hin? Macht der jetzt irgendwie durch? Glaube aber nicht, oder? Gut, durchschmeißen kann ich nicht, damit ich ihn irgendwie verärgere oder so. Leider nicht. Ach, durch das Tor wahrscheinlich, was ich hier freischalten muss noch. Mir fehlt noch ein Siegel, fehlt mir noch. Mal gucken, ob ich es finde und wo es sein könnte. Schon mal nicht. Die Frage, ne? Wo ist das? Das eine Siegel, das R fehlt noch. Oh, warte mal. Ah, okay. Es hat irgendwie was bewirkt hier. Das ist irre. Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Tolle Taktik. Kratos, tolle Taktik. Richtig gute Taktik. Ja. Ich check das mal aus. Wahrscheinlich geht der Tod. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Okay, hab ich gesehen. Du hast ein Stück abgeschlagen! Das können wir gegen ihn verwenden! Fuck. Bin soweit! Kann ich hier nochmal... So nicht! Ich will meine Attacken einsetzen. Oh, jetzt kommt noch eins hier. Sag mir wann! Lass ihn in Ruhe! Ja, yeah, Mann. War das in Ordnung? Wir haben es geschafft. Unglaublich. Was ist das? Alchemistenring. Achso, episch. Zwergenentschrift. Schöner Ring der Brocks. Der Alchemist. Aber wo ist der Rest von ihm? Höchstwahrscheinlich Asche. Was? Der Seelenfresser hat ihn nicht. Wir sollten das jetzt zu Brock bringen. Feuersiegel des Schutzes, selten Zauber. Erhöht Resistenz gegen Brandschaden um 20%. Oh, maximal 60%. Stapel war okay. Nice.
doch besser, als ich dachte. Tja, geil, dass ich erstmal direkt erstmal hier schön Dings gelootet habe, hier die Kiste. Da hat schon erstmal gegen ihn zu kämpfen und mich vorbeizuschleichen. Noch zurück zu Brock und dann haben wir das hier auch schon geklärt alles, würde ich sagen. Coole Höhle übrigens. Schön Kristall hier. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bringen. Ich würde sagen, man macht ja nichts. Aber mit meiner Abwehrtaktik und so muss ich noch ein bisschen üben hier. Das muss ich mir nochmal angucken. Was steht da? Jawohl! Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Genau. Dauer. Nicht, dass wir einfach so jetzt zurückkommen, dann sind wir schon mal wieder irgendwo Gegner. Oh, mich jetzt super Gegner. So. Hab ich schon ein bisschen besser jetzt hingekriegt. Ah, so eine Kiste. Jetzt sieht's doch wieder ganz schick aus, oder? Das war ja alles, oder nicht? Ich hoffe mal schon. Voll Energie. So, wir haben noch was zum Looten. Nö, schade. Nee, das ist nur eine Kiste. Nee. Konnte ich vorhin nicht rüber. Ich glaube, wir sind hier komplett richtig, ja, ist der Anfang. Atreus, komm, beeil dich. Da waren wir auch schon mal. Ja, cool. Haben wir den Nebenquest wohl schon erledigt? Jo. Sehr schön. Was habt ihr gefunden? Deinen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Ja, natürlich, sagt er. Mirne Fruxi. Volundergriff, selten, Axtknauf. Ich sehe ihn.
ist zwar nicht schlecht, nicht so gut wie den wie der Griff des Tangenusen Grill. Also von daher, so, warte mal. Oh, cool. Noch irgendwas Neues? Nö, ne? Mit diesem Ring einmal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt, bevor er abgekratzt ist. Zwerge können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zarten. Ich will's gar nicht so genau wissen. Das ist mal ein Wort. So, können wir noch ein bisschen was verbessern hier. Oh. Das ist nicht schlecht. Probe das im Kampf. Tada! Immer wieder gern. Und nein, ich war noch nicht fertig. Hier. Nein, nein, nein. Und was hast du da draußen entdeckt? Wie kann ich denn eigentlich Atreus weiter ausrüsten überhaupt? Das war's? Da ist auch noch was. Okay. Ich würde sagen, ja, gucken wir uns mal kurz die Karte an. Wie gesagt, Seelenfresser besiegt hier. Das Artefakt zurückgebracht von seinem komischen Zwergenkumpel da. Mehr oder weniger. Dann gehen wir, glaube ich, da noch offene Angelegenheit müssen wir auch noch hin. Völundre Minen ist erledigt. Wie gesagt, das ist die Hauptmission, die Reise, dann gehen wir dann danach hin. Aber sonst sind wir hier gut dabei. Da muss ich auch noch eigentlich kämpfen hier oben, aber das waren, die Einheiten waren zu stark, die haben mich immer gekillt. Hier war nur das gleiche, die Einheiten haben mich immer gekillt. Haben wir noch offene Angelegenheiten. Ja, mal gucken, wie ich das hinkriege. Aber sehen wir alles in der nächsten Folge. Und dann gehen wir, glaube ich, dahin, wo ich gerade drauf bin. Und dann sehen wir mal weiter. Ich muss mal hier was gucken. Krass, Level 3. Sehr schön. Schutzes. Ja, es geht voran. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob es richtig ist, was ich hier gemacht habe. Mit den Craften und mit den Einsätzen der Sachen. Aber es geht, wie gesagt, voran. Dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüss.